Hey ho, willkommen zurück zu Mystic Quest. So, ich habe wieder gelevelt. Und ich weiß jetzt so einigermaßen, wo denn der Eingang hier zu dieser Kristallwüste ist. So, nimmst du deinen Dodo mit? Jo, warum nicht? So. Und zwar hat man mich angelogen, mit Süden ist der Eingang. Nein, der ist im Norden. Und zwar auf diesem Screen. Tja, da fragt man sich echt, wie man darauf kommen soll. Obwohl, man hätte natürlich echt jeden einzelnen Kristall wegballern können, aber das hätte mir einfach zu lange gedauert. So, und zwar hier. Ja, so einfach wäre es gewesen, aber woher soll man das wissen, ne? Okay. Gut, dann will ich mal meine Waffe wieder austauschen. Ich hätte meinen Morgenstern, sollte meinen Morgenstern haben. So. Und Magie austauschen auf den Lebenszauber. Okay, tun wir uns diesen Tempel jetzt mal an. Okay. Neue Art von Gegnern. Schnecken. Gut. Haben wir Schnecken? Hallo? Gut, ich dachte schon, die Schnecke wollte gar nicht mehr sterben. Ja, nun. Achso, ich hab's nicht gesehen, die Treppe. So was passiert. Okay. Gleich erstmal gucken, ob wir hier irgendwo was aufdonnern können. Und nö. Schade. Okay. Ich sehe es. Hier sind ekelhafte Viecher. Oh, was seid ihr eigentlich für Viecher? Euch habe ich auch noch nie gesehen. Ihr seid neue Gegner. Achso, ja. Gut. Gucken wir uns mal links und rechts um. Und hier. Hat der Spiegel gerade Kopien meiner selbst rausgeworfen? Das sah ja irgendwie so aus, ne? Und der ist weg. Und jetzt die Schneckis. Komm. Komm mir nicht zu nah. Okay, und die Schnecke auch noch. So, gucken, ob hier irgendwo was ist. Immer alles abchecken. Ne, hier ist nichts. Gut. Weiß ich das schon mal. So, nein. So, gucken wir hier rüber. Aha. Und Drachenschild gefunden. Okay. Das rüsten wir dann auch direkt aus. Und hat mich nicht irgendwie verändert vom Status her. Schade. Gut. Dann können wir nur nach oben gehen. Ah ja. Hier sieht es zu verdächtig aus, weil hier keine Gegner sind. Aber gut, hier ist doch nichts. Okay, nochmal quasi derselbe Raum. Autsch. Ich hab gesagt, du sollst sterben. So. Und. Aha. Aha. Muss ich hier lang? Moment. Erstmal gucken wieder. Ne, da ist nix. Und hier. Ah. Dann wird wieder irgendwas für Drachen oder. Drachenschwert gefunden. Okay. Waffe. Wo ist es? Da. Und. Wow. Angriffspunkt auf 104 jetzt. Gut, dann bleibe ich erstmal bei dem Schwert. Ich weiß nicht, inwiefern das Schwert jetzt gut ist für diesen Tempel. Kann sein, dass es totaler Käse ist. Ja, gucken wir hier rüber. Okay. Autsch. Autsch. Wie viel Schaden? Autsch. Nein. Gott, diese Schnecken machen wirklich viel Schaden. So, hey. Gut. Ah, der Spiegel ist weg. Na gut. Gucken. Nö. Gut, gehen wir weiter. Hätte ja sein können, dass da irgendwas ist. Schnupsis! Nicht Schnupsis, aber Klupschis! Ja, das war schlecht. Ich gebe dazu. So. Klupschi! So, ich kann ihn nicht so töten. Ja, dann laufe ich einfach dran vorbei. Gut, jetzt will ich mich einmal kurz durchheilen. Ja, so toll ist das Schwert dann doch nicht, weil ich nicht jeden Gegner damit kaputt kriegen kann. Das heißt, ich wechsle wieder auf den Morgenstern, damit habe ich ein bisschen mehr Chancen. So. Ja, hier wird wohl nichts sein, weil hier Geländer ist. Also, ja, gucken wir uns weiter um. So, hier sind wieder die Schnecken, die mir ultra viel Schaden machen, obwohl es nur Schnecken sind, verdammt nochmal. Ja, der schießt wirklich, Kopien von mir schießt er. Oh, witzig. Ist niedlich irgendwie. Gefällt mir. Sowas. Okay, und hier. Ne, ich kann nicht mehr Items tragen. Schade.
Die Schnabelenden. Da. Stirbt. Ey. Das wollte eigentlich, dass ihr stirbt. Komm, stirbt. Ja, und jetzt noch du. Folge deinem Freund in den Tod. Ne. Ja. Gut. Ne. Mal wieder ein bisschen Lebenszauber, okay. Wie seid ihr wieder? Ja, ja. Ja, schon klar. Ihr seid alles tolle Gegner, die mir Schaden machen wollen. Mein Gott. Okay, ja, einfach weg hier. Gut, wir sind schon bei dem Endgegner. Vielleicht sollte ich gegen dich das Drachenschwert benutzen. Na, wir versuchen es mal. Okay, und ouch. Ja, da ist leider so ein blöder Boden. Gut, machen wir den Mantis hier kaputt. Die Gottesanbeterin, ich nenne sie... Aua. Ja, man sollte natürlich nicht unbedingt in diese Stacheln hier am Rand laufen. So. Bin gespannt, wie lange du brauchst. Ich hau einfach drauf. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Ich hab nicht gespeichert, ne? So. So, jetzt habe ich das getan. Bisschen spät, aber... Lieber spät als nie, ne? Ich sollte eigentlich immer gerne vor einem Endgegner speichern. So, komm. Ja, komm, spür die Klinge. Komm, so viel kannst du nicht aushalten. Ich habe schließlich ein Drachenschwert. Achso, jetzt kann ich mich auch nicht mehr erstmal heilen. Achso, das war schon. Und Gottesanbeterin bezwungen. Ja, das war nicht schwer. So, ja, jetzt muss ich einmal Schaden nehmen. Und... Ja, aber hier ist ja kein Gegner, den ich einfrieren kann für den Schalter dann. Hä? Ist hier im Wasserfall irgendwas? Nee. Okay, vielleicht mit den Flammen. Ja, genau, die Flammen. Nee. Ja. Schön. Mit dem rostigen Schwert. Yay. Auch nicht. Auch nicht. Was? Okay. Das rostige Schwert entfaltet seine Kraft. Was ist jetzt los? Okay. Achso, das war schon mit dem Tempel. Der dunkle Turm erscheint irgendwo in dieser Wüste. Jetzt suche ihn. Trollololololol. Ah. Das Schwert ist immer noch rostig. Muss ich jetzt zurück zu Dingenbummens? Ja, nehmen wir mal unseren Dodo. So. Mal gucken, ob dieser Bowo wieder was Neues weiß. Jetzt, wo ich ein rostiges Schwert habe. Jetzt, wo ich diesen Tempel da gemacht habe und diesen Gottesanbeter zerstört habe. Geht weg. Ich will nicht mit euch quatschen. Haut ab. So. Genau, einfach ins Inn, damit ich mich wieder ein bisschen erfrischen kann. Hallo, ein Nachtlager, 10 Goldstücke. Ja, dann ziehen wir mal wieder mein Geld ab. Oh, tschüss. Okay. Gehen wir mal zu Bobo, zu dem Zottelfieh. So, Mr. Zottel, hast du was Neues zu sagen? Endlich, in der Kristallwüste kannst du mit dem Bomben... Achso. Ja, das habe ich ja schon. Na gut, also ist hier nichts. Das heißt, ich muss jetzt in der Wüste den dunklen Turm von Stephen King suchen. Ja, das ist Isch. Ich weiß. Ach, du bist so redebedürftig. Ja, es hört dir sonst nie einer zu. Deswegen musst du mich 100-mal mit derselben Geschichte nerven. Oh, ist ja gut. Ach, ihr nervt alle. Nein. So, jetzt. Ich wollte nicht mit irgendjemandem quatschen hier. Gut, dann suchen wir die ganze Wüste jetzt ab nach dem Turm. So. Auf den Dodo und hier ist kein Turm. Hier vielleicht ein Turm? Nee, sieht nicht so aus. Sieht hier nach einem Turm aus? Nö. Hier vielleicht? Du bist der Turm, ne? Nö. Also, was ist jetzt los? Ich bin vom... Ah, okay. Ich bin gerade automatisch vom Dodo gestiegen und jetzt taucht der Turm auf. Okay, ich dachte, er wäre schon da. Gut, oh mein Gott. Ja, wie weit denn noch? Der Turm ist riesig. Oh, verdammt. Ich werde 100 Jahre in diesem Turm verbringen. Ist das mal, Gott sei Dank. Er hat aufgehört zu wachsen. Okay, rein hier. Ja, warte auf mich, Dodo. Okay, was bist du? Achso, okay. Ich bin Marcy. Dr. Bowo hat mich gemacht. Achso, du bist ein Roboter. Er ließ mich hier zurück.
Ich warte seit 50 Jahren, oh Gott. Er hat mich vergessen. Nimm mich mit, ich kann dir helfen. Ja, dann komm mal mit. Okay, ja, ich bleib bestimmt nicht bei dem rostigen Schwert. Und dann möchte gerne wieder meinen Morgenstern haben. Ja, nee, da ist nix. Okay, habe ich jetzt einen Roboter bei mir? Muss ich hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke mir jetzt einfach die Wege an. Vielleicht finden wir was. Ah, neue Art von Gegnern. Na gut, die war nicht, der ist nicht stark gewesen. Ja. Oder war das er hier, Marcy, der ihn getötet hat? Kann auch sein. 50 Jahre warten, meine Güte. Dem muss echt langweilig geworden sein. Ah, okay, Fäuste. Sind aber nicht irgendwie so eine Capture, die mich an den Anfang zurückbringen, oder? Wie bei Zelda, das wäre irgendwie voll mies. Aber zum Glück passiert das nicht. Nächstes Level erreicht, endlich mal. Gut, ja, die Kraft. Ich erhöhe jetzt erstmal ganz lange die Kraft. Ich fühle mich so schwach. Was ist das? Der Mana-Baum wächst durch Energien der Natur. Ja, okay. Oder das? Nee. Hier vielleicht? Nö. Gut, also der Mana-Baum wächst durch Energie der Natur. Das ist schön. Irgendwo wird bestimmt wieder so ein versteckter Gang sein. Hä? So. Ja. Versteckter Gang. Okay, kleine Viechers. Ja. Ich kann euch nicht mit dem Morgenstern töten. Ich hab's gegriffen. Ja, das ist alles wieder trüb. Aua, Augen. Ich geh hoch. Weil hier Enten sind. Enten sind meine Freunde. Ja. Ich mag Enten. Enten sind so putzig. So, ey. Nicht hinter Grabsteinen verstecken. Okay, da ist nichts mehr. Ey, macht's überhaupt Sinn, wenn ich hier langlatsche? Ja, da ist ein Treppchen. Gut, nehmen wir das Treppchen. Ich will das Treppchen haben. Aha. Gut. Ach nee, nicht wieder diese Viecher hier. Autsch. Na. Gucken, ob hier irgendwo wieder ein versteckter Gang ist. Das kann ja alles immer sein. Nee. Hier ist nix. Und ja, Klubschi. Du bist lustig. Lustig. Tralalala. Hat mich wieder getrollt. Ich weiß nicht mal, wo ich langlatsche hier. Da ist gar nichts. Und hier unten. Super. Okay. Das heißt, das hier ist eine komplette Sackgasse. Machen wir erstmal diese komischen Enten hier tot. Kann ja nie verkehrt sein. Ich werde übrigens mal wieder die Batterie benutzen. So. Dann suchen wir weiter in diesem Turm, in dem dunklen Turm. Hat einer von euch was gesehen? Du komisches fliegendes Schwert. Auch nicht. Okay. Ah, das ist wieder so ein Runenstein, sag ich mal. Wasser aus dem bösen Mana-Baum verwandelt Menschen. Ein übler Teufelskreis zwischen Energie und Mana. Okay. Nee, da kann ich nichts machen. Gehen wir nach oben. Und wir finden... Okay, ein Klubschi. Gehen wir erstmal hier lang. Aha. Keine Ahnung. So, hier. Ups. Und hier vielleicht ein Treppchen oder sowas. Ja, Klubschis. Ich weiß. Ja. Ich wollte nicht zum Felsen werden. Ach, ist das doof. So, Waffe. Komm, Silberschwert. Yep. So. Da, die. Ist ja logisch hier. So. Okay. Na, yep. Okay, da ist nix. Oh Gott. Das ist ein riesen Tempel. Da ist ein Treppchen. Auch auf Treppchen. Aha. Okay. Ja, lustig. Trollololol. Ich mag's, wenn die Gegner einfach mal so auftauchen, ohne dass ich... Das gibt's auch nicht. Hallo. Der Marcy, wie wär's, wenn du mir mal hilfst? Du hast 50 Jahre auf einen Menschen gewartet, und jetzt endlich ist ein Mensch da, also kannst du doch mal ein bisschen nützlicher sein, oder? Komischer Roboter. Na gut. Das sieht so verdächtig aus. Ich nehme gleich mal den Morgenstern und check die Wände ab. Nix. Hä? Nix. Gut. Wir finden einfach mal wieder nix. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ah ja, Enten. Wir finden Enten. Enten sind putzig. Yay. Yep. So. Und du hier. Na gut, dann verschwindest du halt. Verschlossen. Ich hab doch bestimmt noch Schlüssel, ne?
Und ja, aber nicht so viele, ne? So. Und hier finden wir auch diese Viecher wieder. Okay, warum nicht? Ah ja. Da ist ein Treppchen. Ich will zu einem Treppchen. Ein Treppchen. Ein leckeres Treppchen. Ja, ja, ja. Mit vollgeschmiertem Nutella. Gehen wir hin. Und da ist direkt das nächste Treppchen. Ah ja. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich hier machen muss. Ich wette, ich muss die, Zentauren, ich hab's mal gesagt, hier die... Na! Taurossen da, ist aber egal, wie die heißen. Auf jeden Fall muss ich sie in Eis verwandeln. Und ich denke mal, ich komme da wahrscheinlich noch nicht ran, ne? Ne. Das heißt, ich brauche die Axt. So. Ja, vielleicht so. Genau, das wollte ich so machen. So. Und jetzt du hier. Ja. Das war nicht schwer. Und wieder ein Level erreicht. Mensch, das geht ja richtig gut hier. So, wieder die Stärke. Hauptsache stark sein. So, und direkt wieder auf den Morgenstern wechseln. So, und machen wir die Feuchtchen kaputt. Und dich hier auch noch. So. Kann man hier wieder was zerstören? Nö. Hätte ja alles sein können. Marcy, du hängst ein bisschen fest, ne? Ja, du bist ein ziemlich komischer Roboter. So, habe ich noch einen Schlüssel? Ich hoffe es. Ja. Ein paar Stück habe ich mal. Gut. Ich dachte, ich hätte nur noch einen oder so. Ah, das ist wieder so ein Runenstein. Wandol wird was fallen. Unsere letzte Hoffnung liegt in der Höhle bei den Wasserfällen. Hoch lebe Wandol und unser Kind der Hoffnung. Okay. Vielleicht bin ich ja das Kind der Hoffnung. Wer weiß das schon. Und, ah, da ist ein Treppchen. Treppchen, Treppchen, Treppchen. Ich will auf das Treppchen. Vorher mache ich diese Ente tot. Und ich auch noch, weil ich es kann. Einfach mal so. So. Okay. Batterie. Das sieht schon wieder so nach Endgegner aus, wenn ich jetzt hier hochgehe. Das heißt, ich gehe auch direkt auf meinen Lebenszauber und wir gucken uns das an. Ja, es sieht nach Endgegner aus. Wir haben einen Vogel. Einen großen Adlervogel. Gut, machen wir diesen Adler. Aua. Machen wir diesen Adler doch mal tot, ne? Bin gespannt, wie lange wir da dafür brauchen, weil Marcy hilft uns ja nicht. So. Komischer Vogel. So. Bin gespannt, wie lange du brauchst. Du brauchst mir zu lange. Ja, eindeutig. Und du bist tot. Ha. Oh Gott, die Musik. Garuda bezwungen. Okay. Der Turm stürzt ein. Raus hier, schnell. Hier ist ja was offen, also denke ich mal hier lang. Ja. Wo kommen wir denn hin am Ende? Ach so, wieder nach Kleive. Oder, gibt das einen Sinn? Eigentlich ja nicht, ne? Von der Karte her kann es eigentlich keinen Sinn ergeben. Moment, ach so, der Boden ist weg. Oh nein, ich werfe dich und springe. Klappt das? Dann aber schnell. So, jetzt werft der Roboter mich. Ja, das sieht toll aus. Gut, und jetzt der Roboter rüber. Oh, weiß ich nicht, brauche ich ihn? Okay. Jetzt, los, Marcy. Für die Musik. Du musst die Welt retten. Du, unsere einzige Hoffnung. Natürlich, er kommt nicht mit. Irgendwie habe ich das erwartet. Was redest du da? Jetzt komm. Ich kann nicht springen. Was? Okay, ich hab's schon befürchtet, dass das passieren wird. Ich bin geschaffen, um hier zu bleiben. Nein. Na, schade. Na gut. Ja, Marcy. Er ist weg. Ja. Bis bald. Irgendwann. Achso, er lebt also noch. Ich dachte, jetzt wäre er auch tot wie Amanda. Aber er lebt noch. Gut, und jetzt... soll ich zu den Wasserfällen, oder wie? Ah. Ich glaube noch nicht. Nein. Ich gucke mir das Ganze im nächsten Part an. Bis dahin. Tschüss.